Mir gefällt es nie so wie da in meinem Städtle an der Grenze. Und ich war schon anderswo: London, Rom, Paris, Florenz. Ich bin gern und weit verreist, um ein anderes Land zu studieren, habe auch oft ausländisch gespeist. Schließlich muss man alles probieren. Aber jedes Mal, ich schwör's, hat mein Herz einen Klopfer gemacht, wo ich wieder home bin gefahren, ob's am Tag war oder z'Nacht. Gleich von weitem habe ich gesehen, unseren stolzen Münsterturm. Und der Buckel aber rieslig rennen tut mir's. Stumm stand ich vor meinem Bodensee, wo mein Städtle eintut. Mit dem Sentis in der Nähe, nebenan ein Kurfürst gespannen. Hinter durch Richtung Stein fließt von Konstanz aus der Rhein, wo als silbergraue Streife unser Städtle trennt und eint. Macht am Schänzle nur eine Schleife, vor das Ried einzäunt. In der Altstadt innen gibt's einen Haufen kleine Gässle, wo man stille Winkel findet. Und so Stüble, wo man übers Rathaus wispert oder gar als Fuchsete im Fasnethäs verglüstert. Türm und Tore, alte Zeuge, geben noch ein besonderes Flair. Für den Sell, wo Konstanz spürt, ist schwesebergsche Atmosphäre. Wegen Fortschritt gibt es ein paar Narben, manches dadurch besser ist. Anders liegt noch wenn im Argen, möchtest in den See reinkommen zu den Fisch. Aber trotzdem sag ich's froh, mir gefällt's nie so wie da. Mein Name ist Rosemarie Bahnholzer, geborene Ammann. Ich bin in Konstanz geboren, also schon ein richtiges Seehäsli. Habe aber eine Schwarzwälder Mama, die stammt aus Neustadt im Schwarzwald. Also mir ist Muttersprache, kann man sagen, schon mit der Muttermilch eingegeben worden. Ich kann gar nicht anders als wie alemannisch schwätzen. Leider sind meine Augen ein wenig schwächer geworden immer. Und jetzt ist es halt so, dass ich Kleingedrucktes gar nicht mehr lesen kann. Habe mir aber ein Gerät erwerben, wo eine automatische Stimme mir vorliest. Lediglich Dialekt und Handschrift kann sie nicht lesen, aber Schriftdeutsch. Und es ist eine ganz große Lupe drin, die mir erlaubt, meine Dialekttexte selber lesen zu können. Das Gerät ist betriebsbereit. In der Lebensschule. Ich wäre so gern ins Gymse gegangen. Aber damals hat es halt noch Batzeli kuscht. Hast keine lang noch Bildung blange. Das geht halt nicht, hat der Vater müssen sagen. Zwangsläufig streng und stur. Gang du in die Schule fürs Leben, was brauchst du Abitur? Man hat sich gefügt und also jung die Konsequenz nicht gesehen. Und nach dem Krieg mit aller Macht den Nachteil zu erkennen. Wir haben uns antiquarisch eingelesen in die Literatur und Landesgeschichte. Für 150 Mark geschafft im Bürowesen und Hählinge der Frust verbraten zum Gedicht. In der Lebensschule hat es manchmal Lehrer gegeben, komische Leute. Aber es sind auch tolle drunter gsi, wo positiv geformt haben. Die Prüfungen sind kummer knüppeldick. Ein Staatsexamen ist ein Knacks dagegen. Und manchmal sind wir beim Schulhofkick verletzt auf unserer Nase gelegen. Im Nachkriegshunger hast du einen Gespanner gefunden, geheiratet und dann zusammengelebt.
Ein gutes Zimmer für die erste Eherunde. Und wegen Papas Aufstiegschancen die eigenen Wünsche versteckt. Dann sind die Kinder nacheinander gekommen. Und Sparkurs ist es gsi mit Weh. Im Viertel dann schon viele Autos brummen. Wir gehen auf Schusters Rappen. Aber die Kinder in Suso und TG. Am Ende vom Geld ist einmal so viel Monat übrig gsi. Herd Äpfel und Äpfelmus, mit denen ist es gegangen, so lala. Der Wohlstand hat sich auch mit anders hingezogen, aber die Abzahlgeier hocken nebendran. Dann habe ich zusammengewiffelt, alle Mutreserven, bin in den Beruf als Sekretärin retour gegangen. Nach 28 Jahren Kind und Küche, in Geduld trainiert und in den Nerven, es ist überall belächelt worden. Als unmögliches Unterfangen. Man hat mich überzeugen, dass ich schief gewickelt sei, als in die Emanze. Und nach einer Weile erst meinen Einsatz respektiert. Trotzdem bin ich mir vorgekommen wie eine Pflanze vom vorigen Jahrhundert antiquiert. Jetzt hat die Lebensschule mich gerade von Neuem gefordert, das Pensum samt der Hausaufgaben riesengroß. Die Pläne vom Nachholstudium sind geflogen in den Schopf und mit neben dem Arbeiten noch der erste Enkel auf dem Schoß. Inzwischen sind die Sechse allesamt gut geraten. Vor Jahren die Probleme berghoch sind jetzt verraucht. In meiner Lebensschule verteilt der Nachwuchsnote. Bestanden hat, wer wusst, dass man einander braucht. Mit Mundart bin ich quer durchs Ländli gekommen, im Süden wie im Norden gleichermaßen geschätzt und habe dabei die gute Erfahrung gewonnen, dass Menschlichkeit ist ganz egal, wie man schwätzt.